Hallo zusammen und danke, dass ihr nach dieser recht langen Unterbrechung hier auf YouTube zumindest dann auch wieder mit dabei seid und ja, sofern sich einige neue Menschen hierher verirrt haben, herzlich willkommen auf diesem Kanal. In dieser Pausenzeit sind für mich einige Themen aufgelaufen, die ich ansprechen möchte und vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen bei einer Art Recap der letzten Wochen, die man vielleicht nicht ganz mitbekommen hat, sei es wegen Europameisterschaft oder wegen dem besseren Wetter. Ich hoffe, da kann ich dann meinen Teil dazu beitragen. Also wir schauen dann, was heute auf dem Zettel steht. Ich bin jemand, der keine Thumbnails generieren mag und Überschriften generieren mag, darum habe ich dann auch diese Timeline dann gleich als Thumbnail verwendet. Da ist nämlich eigentlich alles aufgeführt, über das wir sprechen wollen. Also wir sprechen über die vergangenen Aktienverkäufe von GameStop, das letzte YOLO-Update von Keith Gill, die GameStop Hauptversammlung, zudem gehen wir ebenfalls über einige Dinge bei Chewy drüber. Und beenden dann das Video mit dem Unternehmen COS, denn das hat auch meine Aufmerksamkeit geweckt, auch im Zusammenhang mit Roaring Kitty und so weiter. Denn auf jeden Fall, dessen Aktienkurs ist Anfang des Monats dann doch deutlich gestiegen. Das Thema AMC behandeln wir heute nur ganz, ganz klein am Rande. Das sparen wir uns dann für separate Videos auf. Damit wisst ihr Bescheid, was euch heute ungefähr erwartet. Und wenn ihr wollt, legen wir jetzt gerne los. Logischerweise beginnen wir die Timeline hier vorne beim Aktienverkauf von GameStop. Der wurde am 11. Juni beendet und wir schauen uns das Ganze einmal grafisch an. Hier haben wir noch den Stand vom vergangenen At-the-Market-Offering im Mai. Da waren es ursprünglich 306 Millionen Aktien bei GameStop. Diese wurden um 45 Millionen Aktien erhöht auf 351. Dann kam das zweite At-the-Market-Offering in Höhe von 75 Millionen Aktien, was die Gesamt-Outstanding-Shares bei GameStop auf 426 Millionen Aktien bringt. Und hier haben wir dann die Übersicht nochmal, was das für die Outstanding-Shares bedeutet. Natürlich gehen da nicht nur Aktien auf den Markt, sondern es wird auch entsprechend Geld eingenommen. Und hier unten haben wir die Werte eingeblendet. Insgesamt waren es etwas über 3 Milliarden Dollar, die GameStop dadurch generieren konnte. Insgesamt wurden somit 120 Millionen neue Aktien auf den Markt gegeben. Das bringt uns natürlich auch dazu, den Short Interest nochmal anzuschauen. Hier Mitte Mai lag dieser noch bei 68 Millionen Aktien und einer kleineren Anzahl an Outstanding Shares. Durch den gestiegenen Kurs wurden damit offenbar auch Leerverkaufspositionen geschlossen. Und mit letzten Stand vom 14.06. beträgt der Short Interest bei GameStop noch 10,49%. Hier Mitte Mai waren es ungefähr 22%. Zwischen Roaring Kittys YOLO-Updates vom 3. Juni und vom 13. Juni gab es dann auch mindestens zwei wichtige Ereignisse. Beide fielen auf den 7. Juni. Die Stimmung damals war gespannt und teilweise euphorisch. Es lag mal wieder etwas in der Luft und viele fieberten auf den Livestream von Roaring Kitty hin. Die durchweg positive Stimmung und der Kurs, der zu diesem Zeitpunkt ja kurz vor den 50 Dollar anstand, wurden dann jedoch jäh durch das eben erwähnte zweite At-the-Market-Offering unterbrochen. Dadurch büßte dann auch das Management von GameStop bei manchen an Vertrauen und der Kurs eben bis zu 50% an Wert ein. Der Livestream an sich bot daraufhin auch nur mehr oder weniger etwas Unterhaltungs- und nur geringen Informationswert, so zumindest meine Einschätzung, und ich weiß, dass es da ganz andere Meinungen dazu gibt. Ich dürfte jedoch nicht der Einzige sein, der vermute, dass auch Keith Gill vom neuerlichen Aktienverkauf in dieser Höhe auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Oftmals wurde ja auch erhofft, dass er seine Call-Option ausübt und dadurch weiter positiver Druck auf den Kurs aufkommt. Und die Spekulationen wurden laut, dass das massive Auswirkungen haben würde, wenn diese Call-Optionen ausgeübt werden. Aber es wurde oftmals vergessen oder ignoriert, dass Optionen eben im Regelfall auch gehedged werden, um eben nicht am Tag X mit heruntergelassenen Hosen erwischt zu werden. Und zudem hatte Keith Gill ja zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht die notwendigen Cash-Reserven, um diese Option dann zum Großteil zumindest ausüben zu können. Das wurde auch oftmals einfach komplett ignoriert oder wurde auf verborgene Geldbestände und Ähnliches gehofft. Wie dem auch sei,
ab dem 13. Juni war dann klar, dass sich ab diesem Zeitpunkt insgesamt 9 Millionen und 1.000 Aktien von GameStop in seinem Depot befinden. Die gleiche Anzahl wie Ryan Cohen im Dezember 2020 bei GameStop akquiriert hatte. Bei der zweiten Frage, die sich um eine mögliche Dividende bei GameStop dreht, können wir auf Fakten zurückgreifen, müssen da jetzt nicht auf eine Meinung beispielsweise von mir beruhen, wie gerade eben, sondern können da beispielsweise in den GameStop Annual Shareholder Report von 2023 blicken. Klingt jetzt veraltet, aber der ist im ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht worden und von daher sollte er nach wie vor aktuell sein, denn zu diesem Zeitpunkt wird ja die Meinung dann auch wiedergegeben, beispielsweise zu diesem Thema, zum Thema Dividende. Und dort heißt es dann quasi, dass die Bestände, die GameStop vorzuweisen hat oder vorweisen wird, für das Working Capital aufgewendet wird, für allgemeine Zwecke, für die Stärkung des Balance Sheets, für strategische Initiativen und auch für Capital Expenditures. Somit ist hier eben darauf hingewiesen, dass eine Dividende zumindest aus dieser Sicht und anhand dieser Grundlage eher weniger wahrscheinlich ist zurzeit. Und zudem gibt es ja nicht nur diesen Grund, sondern es ist auch vielleicht so ein bisschen vom logischen Standpunkt her nochmal zu betrachten und das machen wir jetzt im Anschluss. Auf Ryan Cohen und die Hauptversammlung am 14. Juni lagen dann die nächsten Hoffnungen und Spekulationen. Doch die Hauptversammlung musste aufgrund technischer Ursachen dann auf den 17. Juni verschoben werden. Alle, die davon ausgingen, dass dieses Mal Fragen der Aktionäre beantwortet würden oder zumindest ein oberflächlicher Ausblick gegeben wird, wurden enttäuscht. Denn wie in der Vergangenheit gab sich das Management sehr wortarm und zurückhaltend. Wer die Ansprache von CEO Ryan Cohen nochmals nachlesen möchte, kann dies hier oder auch im Community-Tab des Kanals gerne nochmal tun. Es dauert auch nicht lange. Damit sind wir dann auch mit den offiziellen Nachrichten zu GameStop schon durch und ich möchte noch auf eine bzw. zwei Fragen aus meinem Kommentarbereich eingehen. Denn, wie schon öfters erwähnt, es fand ein Aktienverkauf von GameStop statt. Das heißt, Aktien wurden auf den Markt gegeben und dadurch generierte GameStop entsprechend Kapital. Wie gesagt, waren es um die 3 Milliarden Dollar. Eine Dividende würde jetzt natürlich dazu führen, dass dieses Kapital wieder ausgezahlt wird oder mehr oder weniger ein Minus wäre, denn die Dividende wird ja von diesem Cashbestand dann genommen und entsprechend an die Aktionäre bezahlt. Von daher wäre es schon so ein bisschen dieses Spiel linke Tasche, rechte Tasche. Und zudem, wenn man sich dann eben anschaut, so ein Aktienverkauf wirkt sich negativ. Wie gerade eben auch schon erwähnt, es waren ca. 50%, wenn man davon ausgeht, dass es am Aktienverkauf lag. Der Aktienverkauf wirkt sich negativ auf den Aktienkurs aus. Es gibt ein erhöhtes Angebot, das auf gegebenenfalls nicht genügend Nachfrage trifft. Und zudem wird ja auch die Marktkapitalisierung neu berechnet, die aus Anzahl der Aktien und dem Kurs besteht. Und deshalb wird das auch entsprechend angepasst und ist eher nicht zuträglich für den Kurs. Zudem wird eine Dividende ja auch wieder vom Aktienkurs abgezogen. Die sogenannte Ex-Dividende ist da das Stichwort. Und letztendlich ist es ein Nullsummenspiel, das auch gerade in den USA steuerliche Nachteile mit sich bringt. Denn meines Wissens müssen auf Dividende 30% Steuern in den USA gezahlt werden. Und beide Schritte haben natürlich auch einen entsprechenden Aufwand dahinter und verursachen dann auch Gebühren. Vom Ablauf her wäre es so, das Board of Directors müsste das Ganze vorschlagen, eine Dividende, und dann im Zuge einer Hauptversammlung müsste es dann beschlossen werden und somit die Hauptversammlung war es, ist diese Gelegenheit jetzt im Regelfall erstmal bis 2025 dann auch vom Tisch. Denn der Nutzer, und ich kürze hier ab, Wodka, erhielt eine Nachfrage zur Dividende bei GameStop, aber auch zum Handelsvolumen. Hier ist jetzt nicht definiert, welche Aktie genau gemeint ist oder welcher Freitag jetzt genau. Ist aber auch nicht schlimm, denn die Frage ziehen wir daher auch vor, weil es doch eher schneller beantwortet werden kann. Das Handelsvolumen zeigt ja primär erstmal an, wie viele Aktien an dem jeweiligen Tag oder im Timeframe gehandelt wurden. Mehr erstmal nicht. Eine ganz neutrale Darstellung.
Ein erhöhtes Handelsvolumen zeigt also an, dass entweder viele Aktienverkäufer und Käufer aktiv waren und zusammenkamen oder dass beispielsweise eben sehr große Verkaufsmengen und Kaufmengen am Markt zusammengekommen sind. Nach der allgemeinen Markttheorie befand sich dann in dieser Price Range, bei der sich dann die Aktie ja auch befindet, ausreichend Liquidität, weshalb sich somit Käufer und Verkäufer in dieser Price Range gefunden haben und beide Seiten mehr oder weniger zufrieden waren. Erst wenn beispielsweise verstärkt Kaufaufträge eingehen, die auf ein nicht ausreichendes Angebot treffen, und zudem sollten die Käufer dann auch dazu bereit sein, höhere Preise für die Aktie zu bezahlen, werden dann auch wieder die höheren Preislevels angelaufen. Und so kann ein Kurs beispielsweise bei einem Volumen von 100 Millionen auf der Stelle treten und beim Volumen von 5 Millionen um 20% steigen. Nur als aus der Luft gegriffenes Beispiel. Das Volumen ist also nur ein Indikator von vielen, kann auf einiges hindeuten. Beispielsweise gerade auch in Bezug auf die technische Analyse, also Chartanalyse, ist aber so als alleinstehende Zahl ja eigentlich nicht mehr als ein Indiz. Und damit hoffe ich, dass ich die beiden Fragen zur Zufriedenheit einigermaßen beantworten konnte. Weiter gehen wir dann nochmal auf Roaring Kitty und gegebenenfalls seine Reaktion zur Hauptversammlung ein, denn nach der Hauptversammlung hat er eben dieses Bild, dieses Meme gepostet von John McEnroe, einem Tennisspieler aus vergangenen Tagen, und sein Signature-Satz war eben einfach: You cannot be serious, das kannst du nicht ernst meinen. Und eventuell, wie gesagt, es ist immer schwierig, sowas rein zu interpretieren bei jemandem Fremden, aber ich denke, es könnte schon auch seine Ansicht widerspiegeln. War das wirklich alles bei der Hauptversammlung? Kein Ausblick, keine Informationen, was mit dem Geld geschehen soll, keine Neuigkeiten, keine Fragen beantwortet. Und ja, ich weiß nicht, was haltet ihr von diesem Meme oder wie habt ihr euch nach der Hauptversammlung gefühlt? War das für euch absehbar, dass es so kommt, oder hättet ihr euch eventuell doch mehr erhofft? Dann als kleine Randnotiz, denn es hat sich noch jemand mehr erhofft, und zwar Martin Radev hieß der Gute. Einfach nur hier kurz erwähnt, darum auch keine Details zur Klage. Denn Keith Gill wurde verklagt von Martin Radev, einem GameStop-Investor, der, ich meine, es waren 35 Aktien oder sowas von GameStop gekauft hatte und Call-Optionen, und es lief eben wohl nicht so, wie er gerne gehabt hätte. Und daher hat er eine Klage auf den Weg gebracht und Keith Gill eben wegen mehr oder weniger Pump and Dump verklagen wollen. Diese Klage wurde dann auch innerhalb kürzester Zeit wieder zurückgezogen, ohne dass sich eine der beteiligten Parteien dann noch weiter geäußert hätte. Ich habe mir die Klage auch durchgelesen. Es war auch mehr oder weniger peinlich aus meiner Sicht, was da für Vorwürfe und Argumentationsbasen verwendet wurden. Also das einfach nur als kleine Randnotiz. Aber weiter in der Timeline, denn am 27. Juni ließ Roaring Kitty dieses Emoji auf Twitter ab. Der Blauton, und ja, der Hund führte dann auch dazu, dass sehr schnell Spekulationen aufkamen, dass es sich um dieses Unternehmen handelt. Chewy, Ryan Cohn, ist auch damit aus der Vergangenheit in Verbindung, denn Ryan Cohn war Mitgründer von Chewy in 2011 und verhalf dem Unternehmen dann auch mit seiner Führungskapazität zu großem Erfolg, verkaufte das Ganze 2017 an PetSmart und trat dann letztendlich 2018 aus allen seinen Ämtern bei Chewy zurück. Und ja, wie ihr sicherlich wisst oder auch seht, es geht eben einfach um Haustierbedarf, um Nahrung, Spielzeug, Zubehör und so weiter. Die Spekulationen wurden dann auch bestätigt, denn am 2. Juli wurde dann auch ein Filing veröffentlicht, das ja den Ownership bei Chewy von Roaring Kitty oder Keith Gill bestätigt hat.
Und ich musste wirklich lachen, denn ich lese echt viele Filings und sowas wie hier habe ich echt noch nie gesehen. Und das führte auch dazu, dass ich das Ganze erst nicht ernst genommen habe. Ich habe nur einen Screenshot gesehen und habe gedacht, okay, hat jemand einen lustigen Scherz gemacht aus der Community. Und jetzt hatte eben ja Keith Gill diesen Scherz untergebracht, eben, dass er keine Katze ist, ließ er in diesem Filing wissen. Ich habe nach wie vor nicht herausgefunden, den entsprechenden Absatz. Normalerweise kann man da angeben, dass man, oder in diesen Filings angeben, dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört oder nicht zu einer bestimmten Gruppe gehört. Wie dem auch sei, auf jeden Fall muss er sich das zunutze gemacht haben und dann eben diese eigens erstellte Abfrage angegeben haben. Wichtig ist aber auch diese Checkbox darüber, dass es nach einer bestimmten Regelung gemeldet wird. Und zwar besagt das Ganze, dass er ein passiver Investor ist und das heißt mehr oder weniger, dass er diese Aktie nicht in der Absicht erworben hat, auf das Unternehmen, auf dessen Kontrolle Einfluss auszuüben. Daher passiv und kein aktiver Investor oder ähnliches. Somit wurde dann auch klar, Keith Gill besitzt nun 9 Millionen und 1.000 Aktien, diesmal nicht von GameStop oder höchstwahrscheinlich nicht mehr von GameStop, sondern von Chewy. Natürlich gibt es auch dahingehend wieder andere Meinungen, die davon ausgehen, dass er nach wie vor GameStop hält, Diamond Hands und so weiter und so fort. Doch ja, die Frage ist eben wirklich, woher soll das Geld kommen? Und im Livestream sagt er zumindest, dass er alleine handelt, dass es seine einzigen Positionen sind, dass auch der Cashbestand mehr oder weniger das ist, was er eben entsprechend vorweisen kann. Daher sollte es nicht unbedingt möglich sein, dass ja, hier entsprechend alle seine GameStop-Anteile gehalten worden sind. Ist aber aktuell nach wie vor Spekulation, denn es gab bisher kein offizielles Update mehr. Aber so ist die Einschätzung von vielen und auch meine Einschätzung. Ich denke nicht, dass er noch alle seine GameStop-Anteile hält. Und ich muss es dazu sagen, ich hatte mir dann aber auch gedacht, ist es vielleicht so ein bisschen ein Seitenhieb in Richtung von Ryan Cohen von GameStop. Also gehen wir davon aus, er hat seine Anteile bei GameStop verkauft. Er kauft wieder diese Anzahl von 9.100.000 Aktien bei einem Unternehmen, das Ryan Cohen verkauft hat. Ist es eventuell so ein Zeichen, hey, ich bin definitiv unzufrieden mit dem Management? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt schlecht einschätzen, aber das ist so, was mir recht schnell durch den Kopf ging in diesem Zusammenhang. Warum gerade Chewy? Warum gerade Chewy, habe ich mich natürlich auch tiefergehend gefragt, unabhängig davon. Habe mich dann mal so ein bisschen umgeguckt, was es da für Meldungen gab und bin dann auch auf was gestoßen. Und zwar gab es eine Veröffentlichung am 29.05. von Chewy, dass sie einen Share-Buyback, also einen Aktienrückkauf, vornehmen wollen in Höhe von 500 Millionen Dollar. Und am 27.06., also genau an dem Tag, an dem auch das Emoji von Keith Gill gepostet wurde, wurde dann auch mitgeteilt, dass 17,5 Millionen Aktien zurückgekauft werden. Dadurch verringert sich natürlich die Anzahl der Outstanding Shares. Wichtig zu wissen, wer sich für die Aktie Chewy interessiert, dieser angekündigte Share Buyback ist hiervon nicht betroffen. Also das heißt, es wird höchstwahrscheinlich auf kurz oder lang, wenn sich nichts mehr ändert, nochmal ein Aktienrückkauf stattfinden. Das geht zumindest so aus dem Filing und aus den Unterlagen hervor. Würde übrigens vielleicht auch die These des Seitenhiebs so ein bisschen bestätigen. Ihr verkauft Aktien, dann gehe ich. Ich gehe zu einem Unternehmen, das Aktien zurückkauft. Das wird vielleicht so noch ein bisschen Sinn ergeben dahinter, aber das ja nur noch mal nebenbei. Dann gab es dann auch Spekulationen, er hätte das Ganze freiwillig gemeldet, er hätte die Meldung gar nicht abgeben müssen. Das ist alles ein größerer Plan. Das Ganze ist aber nicht korrekt. Warum versuche ich hier aufzuzeigen? Das heißt, wir haben hier auch nochmal die ursprüngliche Anzahl von Aktien bei Chewy. Und es geht nur darum, wenn er eine dieser Aktienklassen akquiriert und dort über die 5%-Hürde kommt, dann muss er eine Meldung abgeben. Das heißt, bei Chewy gibt es Class A-Aktien und Class B-Aktien
Und sobald er hier, egal bei welcher Aktie, ja, die Meldeschwelle von 5% übersteigt, muss diese Meldung abgeliefert werden und hier auch nochmal die Rechnung, dass es so hinkommt entsprechend. Auch nach dem Share Buyback ist es ja das Gleiche. Warum, lassen wir mal außen vor. Das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Auf jeden Fall, er hat ca. 6,57% von Chewy entsprechend zu diesem Zeitpunkt zumindest in seinem Depot gehabt. Ihr wisst wahrscheinlich auch, dass im Zuge von Roaring Kitty oft über den sogenannten Kansas City Shuffle, also kurz gesagt ein Täuschungsmanöver, gesprochen wird. Und darum dachte ich mir, schaue ich mir auch nochmal die Fristen an. Die könnten auch nochmal interessant werden, sage ich mal, dahingehend. Und mir war auch noch bewusst, dass sich 2024 da etwas geändert hat oder ändern wird. Denn gerade diese Einreichungsfrist für dieses Filing, was wir gerade gesehen haben, da gab es Änderungen. Es gibt eine Pflicht, dass ab 30.09. spätestens diese Änderungen vollzogen werden müssen. Soweit ich sehe, hat sich Keith Gill schon an die neuen Vorschriften gehalten. Das heißt, 5 Business Days heißt diese Abkürzung hier, nach dem Datum, an dem die Bestände 5% übersteigen. Was dann interessant werden könnte, ist das hier unten. Die Einreichungsfrist für Änderungen. Das heißt, wenn sich an dieser Position von Keith Gill nochmal was ändern sollte, hat er 2 Geschäftstage nach Monatsende, bei denen das wirtschaftliche Eigentum 10% übersteigt oder um mehr als 5% zunimmt oder abnimmt. Soweit ich es interpretiere, sollte es also heißen, er kann danach im Juli verkaufen. Er muss es nicht melden, sondern die Meldung beim etwaigen Verkauf muss dann erst Anfang August erfolgen. Somit wiegen sich manche jetzt vielleicht in dieser falschen Sicherheit, hey, okay, wenn sich an seiner Position was tut, dann muss es relativ zügig gemeldet werden. Aber aus meiner Sicht ist es nicht so und erst Anfang August würde man dann wissen, zumindest anhand ja, dieser Vorschrift, dass sich etwas dahingehend getan hat. Um die ganzen Fristen und Zahlen und Daten etwas zu unterbrechen und aufzulockern, ist mir bei der Recherche im Hinblick auf Chewy noch etwas aufgefallen, denn auch die hatten etwas veröffentlicht im Zuge dessen, dass sie ihre Hauptversammlung abhalten werden. Und da haben sie einen Punkt zur Abstimmung gebracht, der die Verantwortung der Führungskräfte betrifft, der Directors und Officers, und da eine Freistellungsklausel, eine Exculpation bietet. Und wer sich noch erinnert, MC hatte sowas ebenfalls schon zweimal auf der Tagesordnung der Hauptversammlung stehen und da wurden ja dann auch schnell die Vorwürfe laut, das kann ja nur daraus resultieren, dass sie alle kriminell sind und irgendwelche kriminellen Handlungen vollziehen möchten oder vollzogen haben, und daher ist natürlich klar, dass die Führungskräfte und das Board of Directors bei Chewy ebenso wohl kriminell sein muss. Nicht. Viele stellen sich also nun die Frage, warum Chewy, und abgesehen von der Seitenhieb-These, die ich aufgestellt habe, gibt es noch andere Vermutungen, und das, was ich jetzt so am ehesten gelesen habe, ist, dass es in Zusammenhang mit dem XRT-ETF stehen könnte. Das heißt, es ist ein ETF von State Street, der den S&P Retail Select Industry Index abbildet. Hier sehen wir auch, dass Chewy aktuell eben auch mit diesem, sagen wir, etwas erhöhtem Kurs gerade relativ groß vertreten ist in diesem XRT-ETF. Ebenso heißt es dann eben auch oft, dass bei XRT GameStop die größte Position wäre. Dem ist aber nicht so, denn GameStop sehen wir hier. Es sind keine großartigen Unterschiede, muss man auch dazu sagen. Also das bitte nicht missverstehen. Wir schauen uns gleich noch die Aktienanzahl dann entsprechend an. Aber dahingehend ist einfach die Vermutung, hey, darum ist es Chewy geworden. Und also zumindest eine der Vermutungen. Bei XRT ist auf jeden Fall auffällig, dass es insgesamt zu diesem Zeitpunkt, also die Anzahl von Aktien bei ETFs ist nicht festgeschrieben, sie ändert sich immer wieder. XRT hatte zum letzten Zeitpunkt 4,6 Millionen Aktien, und jetzt kommt eben das Besondere.
Es gab aber eben 19 Millionen oder über 19 Millionen Leerverkauf der Aktien. Das heißt im Umkehrschluss, dass es einen Short Interest bei XRT von 428% gab zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, das war Freitag der letzte Stand. Man muss dazu sagen, es ist nicht unüblich bei diesem ETF. Der hatte in der Vergangenheit auch schon in den vergangenen Jahren mal über 600% Short Interest. Warum? Gibt es eventuell in einem anderen Video mal das so ein bisschen zur Erklärung. Hier dann noch ein kurzes Schaubild, wen es interessiert, wie der Verlauf der leerverkauften Aktien bei XRT in einem Diagramm aussieht. Und hier nochmal die genauen Zahlen, denn hundertprozentig passt es hier leider nicht in diesem Diagramm, aber sei es mal drum. Wir wollten noch schauen, wie viele Aktien denn enthalten sind. Chewy ist im XRT mit ca. 186.000 Aktien vertreten und GameStop mit 144.000 Aktien, Stand 3. Juli. Und auch wenn ich nicht der größte Beobachter von GameStop etc. bin, interessiert mich die Thematik einfach an sich und erweitert vielleicht auch nochmal den Horizont und das Wissen. Und darum hat es mich natürlich auch interessiert, warum kam das Ganze zustande, wie kann es zustande kommen, was sind vielleicht die nächsten Schritte und daher dieses Vorgeplänkel auch ein bisschen. Es geht dann weiter. Dazu muss man vorab noch wissen, dass hier Unusual Whales hatte bereits im Vorfeld auf die unüblichen Optionsaktivitäten bei Chewy hingewiesen oder hat es auf jeden Fall getrackt. Und daher ist davon auszugehen, dass er eventuell auch mit Optionen da gehandelt hat. Wie dem auch sei, das einfach nur der Vollständigkeit halber zur Information, dass auch das noch mit reingespielt haben könnte bei der näheren Betrachtung oder auch bei den Einnahmen, die er dann vielleicht auch durch diesen Trade erhalten hat. Wir wollen uns das Ganze jetzt aber nochmal hier so ein bisschen anschauen. Zur Erklärung danach ist es eigentlich einigermaßen übersichtlich, würde ich sagen, oder selbsterklärend. Hier ist diese Überlegung zum oder die Veröffentlichung vom Share Buyback bei Chewy. Das ist der 29.05. Hatten wir gerade eben durchgesprochen. Hier das letzte YOLO-Update von Roaring Kitty mit der GameStop-Position. Dann hatte Keith Gill hier die Meldeschwelle überschritten am 24. Juni bei Chewy. Hier gab es dann den Tweet bei diesen Tweet mit dem Hunde-Emoji. Zudem gab es hier das Filing über den Aktienrückkauf bei Chewy und hier wurde dann das Filing von Keith Gill veröffentlicht in Bezug auf Chewy. So. Nun auch nochmal zu der These vorhin, dass eventuell GameStop verkauft wurde durch Keith Gill. Denn hier das YOLO-Update und nach einem Verkauf sollte normalerweise auch das Cash, das man dadurch generiert, eine Settlement-Frist haben. Und die ist normalerweise meines Wissens ungefähr bei 2 Tagen. Somit würde es passen, er veröffentlicht sein YOLO-Update, verkauft seine Position, hier haben wir übrigens den Chewy-Tageschart, und hätte dann hier wieder das Cash zur Verfügung, um dann eventuell bei Chewy über Optionen, über Aktienkäufe reinzugehen. Daher eventuell dann auch dieser Uptrend, der eben genau an diesem Tag dann beginnt. Ich meine, klar, hier im Vorfeld auch schon, aber dann eben im Juni an diesem Tag. Am 24. Juni überschreitet er eventuell erstmals die Meldeschwelle von 5%. Wie wir wissen, er hat dann noch ca. 1,57% dazugelegt. Vielleicht hat er die auch schon an dem Tag gehabt, sei es mal dahingestellt. Und dadurch eben ging der Kurs dann weiter nach oben. Hier tweetet er entsprechend und dann eben auch im Nachgang das Filing. Hier ist auffällig, dass es danach wieder runtergeht mit dem Kurs. Das heißt, wir haben hier zum einen diese Info mit dem Share Buyback und dann eben noch dieser Tweet von ihm und der Kurs geht nach unten bei Chewy. Ist ein bisschen auffällig.
Und wir schauen uns das Ganze hier nochmal mit dem eingeblendeten GameStop-Chart mit an. Das heißt, GameStop hier eben als grüne Linie dann aufgezeichnet. Hier nochmal das YOLO-Update. Ab diesem Zeitpunkt, am 13. Juni, ging es dann nach unten. Was eben auch nochmal etwas für diese These sprechen würde, dass er sich von seinen GameStop-Positionen getrennt hat. Denn at the Market Offering beendet dann hier 17. Juni die Hauptversammlung, die ja vielleicht einige enttäuscht hat. Je nachdem. Daher würde das auch so vom Kursverlauf zumindest passen. Und eventuell stellt sich dann die Frage, warum ging es hier bergab und warum war es vielleicht eine andere Aktie, die dann Aufmerksamkeit erfuhr. Aber das ist wirklich grobe Spekulation. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann bitte abschalten. Denn ich spekuliere eigentlich ungern, aber irgendwie, das hat meine Aufmerksamkeit dann doch ein bisschen bekommen, denn wenn man weiß, Roaring Kitty hatte ja hier diese Emoji-Reihenfolge aufgezeigt und wir befinden uns ungefähr in diesem Zeitraum, also Hundetweet, sagen wir mal Chewie, dann die amerikanische Flagge, gab es auch viele Spekulationen um den 4. Juli und so weiter in Verbindung mit diesem Mikrofon, also diesen beiden Emojis hier gehören zusammen mit diesen Noten dann noch entsprechend. Es passt nicht hundertprozentig, muss man auch definitiv dazu sagen. Ein Mikrofon ist kein Kopfhörer. Es gibt ein Kopfhörer-Emoji, definitiv. Aber es gibt eben auch COS, ein Hersteller für Headsets, Kopfhörer und so weiter. Es wäre klarer gewesen, wenn hier eben wirklich ein Kopfhörer gewesen wäre. Aber sei es mal drum, wie gesagt, bei COS war es so, dass eben hier Anfang Juli ein deutliches Kursplus zu verzeichnen war und das hatte ich mir dann auch noch ein bisschen angeschaut. Bei COS ist es so, wir haben relativ wenig Institutionen, die dort investiert sind. Es sind ja sehr wenige Aktien, die da gehalten werden. Das einfach nur zur Information, auch relativ wenige ETFs, die da mit reinspielen. Bei COS ist anzumerken, dass die im Vergleich eine sehr geringe Anzahl an Outstanding Shares haben. Das heißt, insgesamt sind es 9,2 Millionen Aktien, die COS aufweist und knapp 2 Millionen Aktien haben die Insider. Zudem ist vielleicht zu bemerken, der Short Interest bei COS ist relativ gering. Eben auch vergleichsweise mit 400.000 Aktien. Das ist ein Short Interest von ca. 5,5% des Free Float, also nicht der Outstanding Shares, sondern Outstanding Shares minus den Insider Shares ergibt einen Free Float. Und somit wäre dieser Short Interest von Mitte Juni bei ca. 5,5% des Free Float. Bei COS gibt es keine Optionskette. Das wird auch vielleicht so nochmal so ein bisschen dagegen sprechen, denn bisher hat Roaring Kitty eigentlich hauptsächlich, eben klar, GameStop, Chewie, haben beide eine Optionskette und er ist vielleicht auch eher ein Optionshändler gerne. COS hat das jetzt beispielsweise nicht. Oftmals wird aber zurzeit auch mit FTD-Cycles und irgendwelchen anderen Zyklen argumentiert und bei COS fällt dann eben auf, dass sie ja Mitte Mai, kann man sagen, doch eine höhere Anzahl von FTDs hatten. Wobei das natürlich jetzt hier sehr eindrucksvoll aussieht, dieser Peak hier einfach im Mai. Auch hier muss man dazu sagen, es sind eben nach wie vor noch unter 225.000 Aktien, die da nicht geliefert wurden. Danach ging es dann auch ja, dann wieder entsprechend runter. Die FTDs sehen auf jeden Fall auf den ersten Blick heftig aus. Zur Einordnung dieser Peak entspricht ungefähr ca. 2,4% der Outstanding Shares, die hier nicht geliefert wurden. Und wenn man dann noch aufs Handelsvolumen schaut, sind es ca. 1,1% des Handelsvolumens an diesem Tag. Zumindest wenn ich jetzt richtig nachgeschaut und richtig gerechnet habe. Das nur zur Einordnung. Dann wird auch häufig gesagt, okay, COS und GameStop laufen sehr parallel, teilweise paralleler als GameStop und AMC. Schauen wir uns hier mal an. Wir sind hier 2021 auf der linken Seite und hier eben bei der aktuellen Entwicklung. Und ja, es gibt auf jeden Fall diese Übereinstimmung. Wir haben hier COS übrigens in weiß, GameStop mit grün. Und wir sehen hier dann schon diese Parallelen. Ich würde aber meinen, dass die
im weiteren Verlauf hier dann auch abgenommen haben. Natürlich haben wir hier auch nochmal so ein bisschen eine Übereinstimmung, aber es passt aus meiner Sicht nicht hundertprozentig. Muss es ja aber vielleicht auch gar nicht. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dass eine Aktie oder zwei Aktien immer komplett gleich laufen. Aber nehmen wir noch ein drittes Mitglied in die Gleichung auf, schauen wir uns noch AMC im Vergleich dazu an. Wir sehen hier also in Rot noch AMC und man muss, denke ich, sagen, dass es mehr Parallelen zwischen AMC und GameStop gibt in der Vergangenheit, was vielen von uns auch immer bewusst ist. Und war bis dann eben zu diesem Zeitpunkt im, ja, hier lief dann definitiv nicht mehr parallel und hier ist AMC natürlich schon mehr oder weniger abgeschlagen von der Performance, ist täuscht aber eben auch aufgrund des Charts etwas. Aber ich sehe jetzt nicht mehr Übereinstimmung zwischen COS und GameStop als bei AMC und GameStop beispielsweise. Zudem kann man auch sagen, COS läuft ähnlich wie AMC, also ja, aber lassen wir das. Vorher zoomen wir aber noch einmal ganz kurz rein und sehen hier wieder diese drei Aktien, wie sie jetzt von ungefähr Mai dieses Jahres bis jetzt gelaufen sind. Und auch da sieht es eben eher nach einer Korrelation zwischen GameStop und AMC aus, wobei auch COS hier diese Ausschläge entsprechend mitmacht. Und jetzt ist eben die Frage, was passiert ab jetzt logischerweise? Und das bringt mich dann auch auf den Punkt, zu dem das alles zumindest in meiner Überlegung so ein bisschen dann auch geführt hat. Ich hatte es ja auch schon angedeutet. Gehen wir mal davon aus, wir haben hier die gewohnte Ansicht von gerade eben. Wir sehen hier diesen Kerzenchart von COS. Da hat sich im Vorfeld nicht viel getan, darum sind die Kerzen so klein. Und hier eben ab 3. Juli ging es dann doch gut nach oben. In Blau sehen wir den Chewy-Chart. Und hier nochmal zur Orientierung. Ab hier hat Keith Gill die Meldeschwelle bei Chewy überschritten. Hier hat er sein Emoji gepostet. Hier kam das Filing von Chewy raus. Wie uns auch schon aufgefallen ist, ab diesem Zeitpunkt ging es bei Chewy nach unten. Und nun ist eben die Überlegung, hat er eventuell Chewy auch schon wieder verkauft? Ich meine, wie gesagt, wenn wir uns an die Fristen zurückerinnern, wenn er ab Juli verkauft hat, dann ist dann natürlich die Frage, warum geht der Kurs schon hier vorher runter. Aber gehen wir davon aus, er verkauft im Juli am erstmöglichen Zeitpunkt, dann kriegen wir erst im August das Ganze mit, dass er verkauft hat. Er hatte aber wie sein Geld zur Verfügung und wenn wir davon ausgehen, dass Cash Settlement ungefähr 2 Tage dauert, 1-2, hätte er ab 3. Juli wieder einsteigen können, beispielsweise bei einer neuen Aktie. Denn dann ist auch das Filing schon veröffentlicht worden. Würde sehr gut passen eigentlich. Bei COS kann er natürlich mit seiner Kaufkraft und den kleinen Float, den es da gibt, und den niedrigen Kurs, der da eben auch anlag, doch einiges bewirken. Und an dem Tag war auf jeden Fall deutliches Volumen, auch am Folgetag noch entsprechend. Jetzt ist eben die Frage, innerhalb von 5 Werktagen oder Geschäftstagen sollten wir es mitbekommen, ob jetzt eine neue Meldung bei COS von ihm erfolgt. Ich bin da echt gespannt. Wäre also jetzt dann kommende Woche der Fall, wenn man davon ausgeht, dass er am 3. dann schon eine Meldeschwelle überschritten hat, was bei COS eben relativ schnell dann auch vonstatten gehen sollte. Lasst mich dazu auch gerne eure Meinung wissen. Hat diese These irgendwo ein Denkfehler, ein Logikfehler oder haltet ihr es für vollkommen abwegig, dass er GameStop überhaupt je verkaufen würde? Und ja, wie seht ihr das Ganze? Und war es einigermaßen ansehnlich und wie soll man sagen, klar dargestellt, würde mich natürlich auch interessieren. Gerade nach der Zeit habe ich vielleicht schon wieder verlernt, wie man Inhalte darstellt. Wer weiß. Damit ist der offizielle Part des Videos beendet. Ich sage danke, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt bis zum Schluss dran wart. Vielen, vielen Dank, auch wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lasst. Ausblick auf die nächsten Videos. Ich habe nach wie vor mein Running Gag, die Trading Halls, noch auf dem Zettel stehen und ja, es gibt dazu auch schon eine Grundlage. Ich habe da noch versucht, in TradingView etwas zu programmieren oder programmieren zu lassen, dass die Trading Halls, also wenn eine Aktie an der
Börse angehalten wird aufgrund von Volatilität. Das Ganze in einem Chart darzustellen, ist mir halbwegs gelungen, würde ich sagen. Mehr dazu aber, wenn ich dann wirklich dazu komme, dieses Video zu machen. Ansonsten wird es die nächsten Tage eben dann auch logischerweise ein AMC-Video geben. Und ansonsten muss ich kurz nochmal auf meinen Zettel schauen. Habe ich dann noch eventuell das Thema mit den ETFs und Authorized Participants auf dem Schirm? Ich möchte darüber eventuell ein bisschen sprechen. Wie gesagt, da sind auch die FTT-Cycles eventuell enthalten. Muss ich mal noch gucken, was ich damit reinpacken kann oder nicht. Wenn es euch interessiert, lasst gerne ein Abo da. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr auch informiert, wenn es ein neues Video gibt. Oder ja, bekommt auch hin und wieder eine Info, wenn im Community-Tab dann was Interessantes oder Uninteressantes, keine Ahnung, stehen sollte. Hatte ich jetzt erwähnt, AMC steht die nächsten Tage auf dem Schirm, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten wirklich auch von Herzen danke, dass ja, ihr nach der langen Pause dann auch wieder eingeschaltet habt und zudem, dass mich auch in dieser Zeit die Unterstützung zum Teil erreicht hat von euch, obwohl keine Videos kamen, und das hat mich echt gefreut. Ich hatte auch ja, nicht die beste Zeit, muss ich sagen. Ich lag echt 2 Wochen flach und habe sogar meinen runden Geburtstag im Bett verbracht. War auch mal was Neues. Und ja, daher hoffe ich, dass es jetzt wieder bergauf geht, dass alles wieder läuft. Ich bin da aber guter Dinge. Lustigerweise, in Anführungsstrichen, war es dann so, ich hatte im Community-Tab gesagt, okay, in den nächsten Tagen kommt ein Video, habt ihr noch Fragen oder Themenvorschläge oder ähnliches? Und ich weiß nicht mehr, war es der gleiche Tag oder spätestens einen Tag später lag ich schon wieder flach. Hat dann zum Glück nur 3 Tage gedauert. Also irgendwas ist gerade ein bisschen nicht so, wie es sein sollte, aber das ist kein Grund zur Sorge, und das wird schon wieder werden auf jeden Fall. Und von daher, mach mal heiter weiter, frisch, fromm, fröhlich, frei. Wie gesagt, ich danke herzlich für eure Unterstützung, die mich erreicht hat, für eure netten Worte, für die Nachfragen, ob es mir gut geht und wann es mal wieder ein Video gibt, ob ich noch dabei bin und so weiter und so fort. War schön zu wissen, dass ich vielleicht doch dann fehle, wenn ich mich mal nicht melde. Ich brauche es zwar nicht für mein Ego, aber natürlich ist es schön, wenn man vielleicht doch auch nochmal auf den Weg merkt, dass die Videos erwünscht sind, gewünscht sind und den einen oder anderen auch einfach so in diesen Phasen begleiten bei seinen Investmentspekulationen und was es sonst noch so betrifft bei uns. Dann in diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche. Ciao.